Hallo und willkommen bei der Self-Publisher. Heute Motivation. Wie schreibt man Bücher? Ganz einfach, man nimmt sich eine tolle Idee, die unbewusst in einem schlummert oder kramt in alten Schubladen und sucht sich ein Blatt Papier, wo mal was draufgeschrieben war. Man nimmt sich Zeit, überlegt sich, was kann man denn damit machen? Wieso sind da keine Helden? Wie kann ich Helden erfinden? Was brauchen meine Helden? Wer sollen sie sein? Wo sollen sie leben? In welchen Zuständen sollen sie ihr Leben verbringen? Wo wollen sie hin? Was wollen die überhaupt? Was wollen die von mir? Und wieso wollen sie mein Haupt? Und dann beginnt man zu schreiben. Dann kommt die erste Szene, vielleicht Mittelalter, vielleicht wird es ein Sachbuch, vielleicht wird es ein technisches Buch oder es wird ein Motivationsbuch, man weiß es nicht, dann braucht man überhaupt keine Helden. Man braucht sich selbst als Held in dem Sinne. Ja, ich bin im Park und die Enten kümmern sich um andere Belange. Dann beginnt man zu schreiben und oftmals ist es so, dass man dann auf einmal stehen bleibt und nicht weiß, was man schreiben soll. Und ich sag euch, in diesem Augenblick ist es wichtig, dass ihr einfach schreibt. Einfach alles niederschreibt. Wenn ihr nicht weiter wisst, dann macht einfach Stichworte, Notizen. Sucht euch, nehmt euch einen Notizblock. Egal wie dick es ist, schreibt es auf heutiges Datum. Und dann, was fällt euch gerade ein? Und dann lasst ihr das einfach sein. Und genießt ihr den Tag, geht Kaffee trinken, spazieren, Vögel zwitschern hören, je nachdem, was ihr noch so vorhabt. Und etwas später, aber noch am selben Tag, setzt ihr euch hin, kramt die Sachen wieder hervor und schreibt weiter. Und ihr werdet merken, dass es immer besser wird, weil ihr stückweise einen anderen Prozess aufnimmt und andere Situationen ergreift. Und wenn ihr dann meint, okay, das, was ich mir jetzt gedacht habe, passt überhaupt nicht rein, schreibt trotzdem diese Szene auf. Denn ihr wisst nicht, wohin diese Szene später implementiert wird. Vielleicht doch in der Mitte oder zum Schluss oder gar nicht. Aber dann habt ihr das geschrieben und dann wisst ihr schon, okay, das schreibt man ungefähr so. Und so macht man weiter. Und jeden Tag nehmt ihr euch einfach zweimal die Zeit, an eurem Werk zu schreiben. Wenn ihr das zeitlich nicht schafft, nehmt euch aber trotzdem jeden Tag die Zeit, einmal sich hinzusetzen und am Buch zu schreiben, es in der Hand zu haben, sich hineinzufühlen. Vielleicht entstehen da einfach nur Gefühle, wie jemand etwas durchlebt. Und dann schreibt ihr das auf. Und dann werdet ihr merken, okay, das hat irgendwie eine Verbindung mit dem, was ich davor geschrieben habe oder plane zu schreiben. Und dann schreibt ihr das auf. Wichtig noch in der ganzen Phase ist, dass ihr einen roten Faden habt. Das heißt, auch wenn das Manuskript schon fertig ist, ihr geht das nochmal durch, unterteilt es in Szenenabschnitten und baut einen roten Faden auf. Zuerst passiert etwas. Boom, klatsch. Und dann passiert nichts. Also was heißt passiert nichts? Es passiert schon was, aber es ist noch nicht so spannend, wie es sein soll. Denn der Detektiv oder Kommissar oder der Junge von nebenan oder der Obdachlose, der dann doch eine Münze findet, die aus dem 18. Jahrhundert ist, beginnt sich einfach auf den Weg zu machen. Und merkt dann, dass das, was da ihm zutage kommt, gewisse Begegnungen, Erfahrungen und so weiter, ihn in dem entweder, also ihm weiterhelfen oder nicht. Aber das entscheidet ihr. Und dann passiert doch etwas. Also ich würde immer so einen Zeitabschnitt machen. Also in eine andere Szene wechseln, andere Person. Und dann wieder Szenenwechsel. Wichtig ist, dass die Charaktere lebendig bleiben, dass die Situation aktiv sind, spannend sind. Und anschließend werdet ihr merken, dass irgendwann mal so die Mitte erreicht ist, dass da wirklich schon was Großes passiert ist. Zusätzlich dann versuchen die aus dem Chaos oder aus der Verstrickung herauszukommen. Und dann geht das so weiter, so halbwegs spannend und nicht spannend. Und dann
zum Schluss auf jeden Fall sehr spannend. Es muss ein offener Schluss bleiben. Und dann könnt ihr zum Ende der letzten Seiten, ich empfehle zwischen 10 und 20, 30 Buchseiten, einen schönen Ausklang zu formulieren, damit die Charaktere auch dem Leser zu verstehen geben, was sie machen, wieso sie das machen und was sie auch motiviert, in dem Sinne, das Rätsel entweder zu entlüften oder in diesem Rätsel zu verbleiben, je nachdem, ob ihr ein zweites Buch geplant habt. So, das war einmal Motivation und hier sind wieder mal so schöne Vögel an einem 16.01.2021. Ich bleibe hier noch ein bisschen sitzen, genieße die Zeit und wünsche euch ein wunderschönes Wochenende.